Genau, und ich möchte vielleicht gleich mit einer, mit einer Einstiegsfrage, bevor ich dann relativ zügig das Panel zum Publikum öffne, mit einer Einstiegsfrage beginnen. Vielleicht gleich bei dir sozusagen angesetzt. Du hast gesagt, intervenieren hat auch was mit Erfahrbarmachung zu tun. Ich meine, ich habe das sozusagen auch bei deinen Projekten sehr verstanden, dass du auch den Raum oder den Platz sozusagen den Leuten zurückgibst, den Anwohnern zurückgibst in irgendeiner Weise, dass sie sozusagen Stadtraum aus öffentlichen Raum erfahren und sozusagen ihn mitgestalten. Was gibt es noch irgendwelche, sagen wir mal, Beziehungssysteme oder Relationen, die jetzt mehr in Richtung Kulturnaturen gehen, über die wir ja sehr stark gesprochen haben, die dadurch auch erfahrbar geworden sind? Ich bleibe jetzt ganz konkret bei dem Beispiel, weil eine Teilnehmerin bei diesem Yoga-Kurs, die kam danach auf mich zu und hat gesagt, sie hat jetzt gesehen, weil sie sozusagen so mal nach oben bewusst geguckt hat bei einer Übung, dass der eine Baum, die Rubine, der linke Ast, ist ganz morsch. Also hat sie sozusagen dadurch den Raum halt völlig anders erlebt und hat sozusagen gesagt, jetzt könnte man den noch retten, vielleicht müsste man jetzt noch was machen. Das ist natürlich immer sofort auch die Schwierigkeit. Wenn ich Totholz wegschneide, dann tue ich natürlich auch total viel Habitat zerstören, aber das ist sozusagen so eine, diese Gratwanderung, die halt damit beim öffentlichen Raum dabei ist. Ich glaube, öffentlicher Raum ist immer sozusagen ausdiskutieren unterschiedlicher Interessen. Und dann noch eine kleine Einstiegsfrage für dich. Ich habe auch sozusagen auf eurer Homepage steht auch ganz programmatisch, dass sozusagen die Floating University die Routinen und Gewohnheiten der städtischen Praxis herausfordern soll. Und mich würde interessieren, inwiefern denn jetzt tatsächlich eine konkrete Umsetzung der bei euch, bei der Floating University verhandelten Ideen und das angehäufte Wissen sozusagen, das ja stattgefunden hat über Stadt, über diese komplexen Vernetzungen der verschiedenen Ebenen, tatsächlich jetzt konkret in die Stadt schon reingetragen wurden als, sagen wir mal, bestimmte Satellitenprojekte oder andere Interventionen? Oder gibt es da erste Ansätze dazu? Dieses Ei, wo die Floating University ja ist oder war, ist tatsächlich eigentlich überhaupt nicht auf der Landkarte der Berlinerinnen und Berliner, ne? Weil das ist umgeben von einem Gürtel von Schrebergärten, die dieses Teichwesen hüten wie ihren Schatz. Und das war natürlich auch die erste Ebene der Interaktion sozusagen mit der Nachbarschaft. Die fanden das erstmal sehr. Teile der Gärtner fanden es natürlich total blöd, dass jetzt die Öffentlichkeit da reinkommt. Glücklicherweise gab es schon architektonische Veröffentlichungen von man kann doch da Häuser bauen und diese ganze Infrastruktur im Keller lassen. Also in Berlin wird im Moment alles mit der Perspektive Wohnungsbau diskutiert, der muss überall hin. Insofern waren wir jetzt nicht sozusagen mit dieser Angst als allererste konfrontiert, sondern die ist natürlich direkt da. Ich glaube aber, weil dieser Ort diese besondere Bedingung hat, dass er so eigentlich gar nicht existiert, hat er jetzt auch operiert er ganz anders als der Platz, wo es um eine Wahrnehmungsverschiebung geht und der ist vor meiner Haustür. Es gibt keine so direkten Nachbarn. So, und insofern haben wir jetzt übers Projekt eigentlich gemerkt, es gibt einen Haufen Verbindungsmöglichkeiten, aber auf so einem mittelgroßen Maßstab. Also schon so Nachbarschaftsinitiativen dann am Südstern, die dann immer hinkommen und sagen, das ist eigentlich ein toller Ort, wo wir uns treffen können. Oder gegenüber im Flughafen Tempelhof, das soll ja ein Ort für Kunst, Kreativität und was weiß ich, verschiedene Dinge werden. Auch da ist ein Verhandlungsprozess am Laufen und auch von der Seite gibt es eigentlich Interesse an diese, wir haben das immer Offshore-Qualität genannt, also sozusagen diesen neutralen dritten Ort zu nutzen, um diese Verhandlungen besser führen zu können vielleicht. So. Und ansonsten ist die Floating University tatsächlich im Moment eigentlich, hat so einen Auftakt hingekriegt, hat ganz viele mögliche Verbindungen entdeckt, aber die war jetzt noch nicht lange genug da, als dass die sich sozusagen verwurzeln können. Insofern arbeiten wir jetzt gerade an einem Vorschlag,
auch aufgrund dieses fantastischen Sommerwetters war das sozusagen relativ beliebt als Ort. Ein Vorschlag, die Floating University auf 4 Jahre zu denken, im nächsten Jahr nochmal als Gerüst und dann vielleicht auch als architektonisches Experiment, weil ich glaube, um genau solche nachbarschaftssozialen Prozesse ernsthaft anzugehen, kann man nicht in einem Sommer erscheinen und wieder verschwinden. Da muss man eigentlich ein bisschen länger da sein können. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Da gehe ich jetzt gleich rein. An diese letzte Bemerkung, vielen Dank dafür, vielen Dank für die schönen Vorträge. Das Projekt ist die Organisationsform par excellence des Neoliberalismus und es sind die planerischen und die künstlerischen Milieus, die seine Negativseiten positiv besetzen. Also die unglaublich dichte, verkürzte Temporalität als Flexibilität hochjatzen, die Selbstausbeutung, gewerkschaftliche Nichtbezahlung und so weiter als Freiheit und so. Ne? Und deswegen diese letzte Frage gibt mir jetzt die Möglichkeit zu sagen, was für Möglichkeiten habt ihr in Richtung sozialer Nachhaltigkeit, in Richtung planerischer Nachhaltigkeit, in Richtung Infrastrukturierung von solchen experimentellen Verfahren, in Richtung Institutionalisierung, Absicherung und Vergrößerung der Partizipation, das sozusagen aus dieser Kurzzeitlichkeit und auch aus dem Milieu der Künstler und Planer heraus zu verallgemeinern. Ich nehme das mal. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil wir uns das auch immer fragen, welche Rolle wir da spielen. Und ich glaube, Raumlabor hat erstmal angefangen mit einer großen Faszination, die Stadt als Möglichkeitsraum zu sehen. Und glaube ich, oder Teil unserer Überzeugung ist, dass nochmal was extra passiert, wenn man das nicht nur diskutiert, sondern wenn man das tatsächlich als Erfahrung erleben kann. Insofern würde ich sagen, ja, das hat natürlich die Gefahr dass sozusagen der Beschleunigung im neoliberalen Sinn. Es hat aber auch das Potenzial, wenn man jetzt über politische Prozesse, Inspiration, das Faktische von etwas, was nur als ob gemacht ist, spricht. Es hat schon auch das Potenzial, über diese sozusagen Skizze im 1:1 laufende Prozesse zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Also, gleichzeitig natürlich kann man nicht mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, kann man keine soziale und materielle Nachhaltigkeit weder für den Ort noch für die beteiligten Akteure herstellen. Das müssen wir auch selbstkritisch anerkennen. Und ich glaube, da ist was offen. Ja? Also da ist sozusagen offen, warum nicht Institutionen auch stärker so handeln und so weiter. Also es könnte ja auch jemand anders tun, wir müssen das ja nicht oder wir wollen sowas nicht. Also wie gesagt, bei dem Zenetti-Platz-Projekt, das Besondere finde ich, dass das wirklich die Stadt in Auftrag gegeben hat. Die hat sich auch schwer damit getan. Die ist in dieser Rolle gar nicht so drinnen mit Zwischennutzung und das hat sie vor mehr Probleme gestellt dann als uns teilweise sozusagen. Aber also man kann diese Probleme natürlich nicht lösen, aber was ich jetzt gerade dort halt sehr schön fand, weil das halt so auch so zentral ist, man diskutiert diese Sachen dort. Und das ist total niederschwellig. Und man ist ja dann auch, wenn man das selber baut, Ansprechpartner für alles. Erstens, weil die Information über total schlecht war, dann natürlich, dass die Parkplätze wegkommen, wer das jetzt bestimmt. Die Gentrifizierung ist natürlich immer ein Thema. Einerseits die Befürchtung, genau so ein Projekt, das führt zur Gentrifizierung, das wertet das Viertel auf, das ist total schlecht. Der Nächste hat die Befürchtung, da kommen von dem anonymen Alkoholikertreff da drüben die Leute her, das zieht uns voll runter. Und das ist genau die Aufgabe von öffentlichen Raum, diesen Raum zur Verfügung zu stellen, um solche Sachen auch zu diskutieren. Und das ist für mich sozusagen total wichtig. Ich fand,
heute Morgen bei einer Folie von Ignacio Ferris, weil das war über dieses Projekt Smarter Together, da war irgendwie Hintergrund so ein Kasten, wo drauf stand Sharing Box, 24/7 Lieferservice und weiß ich nicht was, wo ich mir dachte, da wird nichts geteilt, da ist nichts Sharing, das ist sozusagen die Optimierung des öffentlichen Raums, dass ich mir nicht mehr begegnen muss. Ja? Weil da bestelle ich im Internet und hole dann meine Sachen ab. Und das ist sozusagen perfekt organisierter Raum, aber perfekt organisierter Raum bietet keine Begegnung und ist damit eigentlich nicht existent. Also die Schwierigkeit im Internet ist ja, da bewege ich mich so in meiner Gruppe selber und ich hab keinen Raum für diesen Diskurs. Und wenn, dann wird er geführt ohne Regeln. Und ich glaube sozusagen, öffentlicher Raum muss funktionieren, also wenn man öffentlichen Raum schafft, zu etablieren als Begegnungsort wieder, als Zufallort und vielleicht auch gerade, weil irgendwas nicht klappt, dann ist es ein guter Beitrag dafür, für diesen Diskurs. Weitere Fragen? Ja, also vielen Dank, das waren echt sehr, sehr spannende Vorträge. Mir ist jetzt hier ein Zitat nochmal, habe ich mir notiert, dieses Taking care of the dynamics of a place als doppelte Provokation. Erstens, taking care ist nicht Design, ist nicht Entwerfen und dann noch die dynamics of the place, also man nimmt dem Architekten die zwei Dinge, mit denen er kann, entwerfen und das Objekt. Und muss ihm ja irgendwas zurückgeben. Erstmal finde ich es interessant aus unserer Perspektive hier auch von der Landschaftsarchitektur. Früher hat man in Weinstephan, wie heißt es, Landschaftspflege oder Landespflege, Landschaftspflege studiert. Landespflege hieß es, ja, Landespflege. Aber das ist genau das eigentlich, taking care of the dynamics of a place ist eigentlich, also ist es jetzt mal nicht so sexy Englisch, aber das ist einfach das Gleiche, gab es schon mal. Also ein Stück weit ist es sehr ähnlich, nur ist es jetzt neu verpackt. Dann geht es ja, dann habt ihr ganz viel gesprochen über diese Prozesse und da hake ich jetzt so ein bisschen jedes Mal ein. Von der Darstellung her, was ihr gezeigt habt, sind es ganz viele Bilder von dem Prozess, der gelaufen ist und Skizzen von den Objekten dann doch wieder, die da entstehen sollen. Wie wird der Prozess dann doch entworfen? Also mit welcher Methodik fasst ihr den Prozess und mit welcher Darstellung kommuniziert ihr ihn? Und wie weit geht er? Also bis zur Fertigstellung des Objekts oder ist er darüber hinaus? Und dann noch sozusagen eine Frage, es wird jetzt ein bisschen komplex, aber der Architekt sozusagen, der so einen Grundriss macht, der ist sehr in seinen Grundriss verliebt. Es gibt den schönen Grundriss. Ja. Gibt es auch für euch sowas wie den schönen Prozess, dass man irgendwie fertig ist, so ein bisschen abstrakt, so wie der Mathematiker hat ja irgendwann eine schöne Formel, also in der Richtung. Ja, es gibt natürlich den schönen Prozess und den kann man so gut in Bildern einfangen und die zeigen wir, glaube ich, ganz viel, also ich suche die ganz viel aus und na klar gibt es diese Skizzen, wobei das ist manchmal die Schwierigkeit, wir haben jetzt das auch nicht so durchgerendert, das ist dann zum Teil schon ein Problem, weil die Zeitung will irgendwas darüber schreiben und will das Rendering und da mag sie natürlich eine fertige Illusion haben und das ist dann im Vorfeld schwieriger, im Nachhinein, wenn der Prozess stattgefunden hat und schöne Bilder gemacht hat, dann kann man es unheimlich gut kommunizieren auch. Und darum geht es ja auch sozusagen andere Bilder in Köpfe mal reinzubringen als Alternativen, weil diese Vorstellung, ich kann diesen Platz noch anders nutzen als Parkplatz, die muss ich sozusagen auch erstmal überhaupt herauslocken. Also zur Floating würde ich vielleicht noch ergänzen, der Ort hatte hatte über diesen Zugang wirklich so eine Nadelöhrverbindung zum Rest der Stadt und das war vielleicht Teil der Art, wie er dann funktioniert hat, aber auf jeden Fall hat er so eine eigene Zeitlichkeit entwickelt. Und natürlich ist das irgendwie eine Schönheit des Prozesses, aber ich glaube, was einfach auch wichtig ist, ist, ob man das Gefühl hat, ich kann da rein und ich mag da bleiben. So, das hat natürlich viel damit zu tun, wer ist da, wie wird mir begegnet und so weiter. Und ein Thema, was wir intensiv verhandelt haben, ist die Verschilderung der Floating University. Also es gab irgendwann so eine Initiative von der Studierendengruppe von Maitica Portridge aus Designing for the Living World aus Hamburg, zu versuchen, was ist da zu sammeln, was ist da an sozusagen Prozess, Protokollwissen,
wie funktioniert diese Abwaschstation, wie funktioniert die Toilette, wie funktionieren diese ganzen Dinge, die nicht so funktionieren wie zu Hause. Und hat dieses Wissen auf solche Panels gepappt und diese Panels überall aufgestellt. Ich persönlich war nicht so arg Fan davon, weil ich fand eigentlich eher, also bin ja eher Fan von dir und der These, jedes Hindernis ist auch ein Moment, also eine Einladung zur Begegnung. Ja, wenn ich nicht verstehe, wie ich jetzt hier meinen Teller abwaschen soll, dann muss ich halt jemanden fragen, der dieses Wissen weitergibt. Und das ist eigentlich was, was mich an solchen Orten interessiert, dass es eben nicht eine, sozusagen den Hausmeister gibt, den man fragen muss und der die Regeln sozusagen aufstellt und kontrolliert, sondern dass dieses Regelmachen zwischen allen entsteht und auch von jedem, der schon 10 Minuten länger da ist als ich, quasi als Wissen wiederum weitergetragen werden kann. Wir sind eigentlich um mit der Zeit, aber... Wollte ich gerade sagen, dass die Zeit ist um. Also laut Programm, genau jetzt, 5:05. Aber ich erlaube mir noch einen Kommentar. Aus dem Grund, weil im Titel von diesem Panel stand der Begriff Design-Experimente, die du am Anfang gut sozusagen eingebracht hast. Aber ich würde gerne noch mal eine Frage in die Richtung mit euch teilen oder ein paar Gedanken. Also erstens, ich glaube, es wurde ganz klar und eindeutig, inwieweit diese Design-Experimente im öffentlichen Raum so diese Aktivierungsdimension, also Experiment als Aktivierung, wo interessanterweise da werden neue Öffentlichkeiten konstituiert. Also wir müssen weg von dieser Idee, dass diese Öffentlichkeiten da draußen sind, sondern dahin zu kommen, dass wir verstehen, dass durch diese Interventionen im Raum diese Öffentlichkeiten sich erst konstituieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was ich auch interessant finde bei der University und gerade bei Urban School Ruhr, ist inwieweit das Experimentieren da nicht nur eine Aktivierung von Öffentlichkeiten ist, sondern auch ein Experimentieren mit der eigenen Praxis als Architekten, Entwerfern und so weiter. Und ich glaube, diese zweite Dimension des Experimenten, des Experimentierens, ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, wo wir in gewisser Weise uns die Frage stellen, was heißt es zu entwerfen, und wenn die dahin gehen und irgendwie erstmal den Klassenraum bauen müssen und das, darin besteht die Übung, das finde ich sehr, sehr interessant. Aber es gibt so noch einen Punkt, den ich noch vermisse, und zwar auch in Richtung von deiner Frage, Michi. Also was unterscheidet hier das Experimentelle von diesen, in den vor 10 Jahren sehr berühmten oder modischen Zwischennutzungen? Also wie kommen wir, was soll ein Experiment mehr haben als eine reine Zwischennutzung, die für eine spätere Aufwertung des Ortes irgendwie eine Funktion hat? Ich vermute, es hat mit irgendwie Wissensgenerierung zu tun, aber die Frage ist, wie können wir das angehen, wie geht ihr es an? Also für mich ist die Frage an euch, okay, warum sind diese Sachen nicht einfach Zwischennutzungen und was wäre der Mehrwert des Experimentellen in diesem Zusammenhang? Ja, der Begriff Zwischennutzung ist, glaube ich, zu Recht ein bisschen diskreditiert, weil Zwischennutzung auch oft einfach eingesetzt wurde in Verwertungsprozessen. So, insofern, ich finde aber trotzdem, also das kann man natürlich diskutieren, ich finde trotzdem, das temporäre Agieren kann auch einen Wert haben, ja, wenn es vielleicht auch eine Sensibilität hat dafür, wie es möglicherweise ökonomisch verwertet werden könnte. Ich glaube, diese Sensibilität ist jetzt generell da, weshalb auch dieser Begriff weg ist. Technisch, ne, also Zwischennutzung ist, glaube ich, auch lange diskutiert worden, als wow, wir haben da irgendwie so einen Zeitmoment entdeckt, in dem wir quasi alle Regeln aushebeln können und in dem wir irgendwas anders machen können. Und in zumindest Städten wie in Berlin hatte das auch so mindestens eine Dekade, wenn nicht 15 Jahre, Zeit, wo man das Gefühl hatte, Raum als Ressource ist endlos verfügbar. Ja, und wenn der Raum, wo wir gestern waren, weg ist, weil da irgendwie jetzt Büros reinkommen, dann gehen wir halt darüber und das ist auch egal. Ja, also der Markt hatte die Stadt nicht im Griff und insofern war das eine ganz andere Bedingung.
Insofern haben wir natürlich schon uns, was jetzt dieses Projekt angeht, erstmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wem gehört das, wie groß ist der Verwertungsdruck und werden wir da selber zum Turbolader eigentlich auf einer Ebene, wo wir gar nicht sein wollen. Nichtsdestotrotz finde ich, also ich glaube, es wird immer Orte geben in Städten, die sich irgendwie verändern und die sozusagen so eine Zwischenzeit haben. Und ich glaube, die Floating University könnte, ja, also könnte so ein Operieren im Dazwischen auch im positiven Sinn sein. Vielleicht muss sie dafür noch stärker sich als Institution selbst etablieren, die aber nicht ortsgebunden ist. Also so, ich meine, man kennt das von der Manifesta, die wurde ja vorher auch ein Beispiel, als eine Institution, die sich mit verschiedenen Kontexten verknüpft, aber die auch eine ganz eigene Erkennbarkeit und Agenda hat. Und ansonsten, was unsere Praxis angeht, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber wir sind einfach, wir verändern uns auch und machen jetzt auch bei so Projekten wie beim Haus der Statistik genau deshalb mit, weil es, glaube ich, in Berlin jetzt nicht mehr darum geht, jede Brache mit irgendeiner neuen Fantasie zu verknüpfen, sondern auch eigentlich in so ein bisschen in so eine Verteidigungshaltung zu gehen, zu sagen, wir existieren auch in dieser Stadt und wir wollen keine Stadt, die jetzt nur vom Markt geformt wird. So. Nichtsdestotrotz glaube ich aber solche Dinge wie die Floating University, weil sie eben nicht kommerziell gedacht sind, weil sie nicht, jeder kennt Orte dieser Art und denkt, Mensch, das ist ein Festival, kostet 120 Euro Eintritt und da komme ich halt hin und lass mich gehen und irgendjemand räumt auf. Also würde ich jetzt mal sagen, das ist so ein Protokoll, was existiert und was mit so einer Art von Ort auch vielleicht verknüpfbar wäre. Wir haben das bewusst nicht gemacht und haben bewusst eigentlich auch fast kein Abendprogramm angeboten, sondern versucht das wirklich als einen Ort zum Sein, zum Denken, zum Machen, zum sich Austauschen zu platzieren. Und ich glaube, das war natürlich schon vielleicht eine Art von Experiment, finden sich genug Leute, die auf dieses auch ein bisschen spröde Geworkshoppe sich einlassen, Zeit investieren, die dazu bereit sind, eben außerhalb von Credits verdienen und im Büro arbeiten. Ja, ich glaube, es hängt ganz damit zusammen, wer denn jetzt diese Zwischennutzer sind. Also eben ist es genau sozusagen, sind es Zwischennutzer, der Zwischennutzungszirkus, sage ich jetzt mal, der kommt auf diese Fläche, ist es sozusagen, nutzt diese Möglichkeiten, das ist total gut, aber der zieht auch wieder weiter. Und dann ist was anderes da. Und ich finde es bei den Projekten, die ich jetzt gezeigt habe, irgendwie das Interessante, diese Nutzung, die Zwischennutzung ist dann zwar vorbei, aber es geht eigentlich immer nicht zwischen Nutzer zu haben, sondern die normalen Nutzer dieses Ortes mitzunehmen oder eine Nutzungsidee zu geben. Und da geht sozusagen die Nutzung weiter oder die Geschichte zu dem Platz oder die Frage, kann der auch anders genutzt werden oder sowas. Weil die bleiben ja da, selbst wenn der Zirkus weiterzieht. Also noch eine kleine Anmerkung, das Tolle an Zwischennutzung, ja, also im positiven Sinne, ist, dass es eine Nutzung ist und ein Gebrauch, der Menschen zusammenbringt und der auch Menschen zumindest die Möglichkeit gibt, so eine Art Testfeld zu betreten, zu sagen, ich könnte ein Hotelier sein oder ich könnte jemand sein, der jeden Tag hierher kommt und ein Bild malt. Also der tatsächlich auch so ein, sagen wir mal, im positiven Sinne ein Raum, Möglichkeitsraum für die sozusagen Erweiterung des eigenen Handelns anbietet. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz zum Experiment, weil das ja auch vorher schon erwähnt wurde. In einer allerdings sehr alten Definition, der ich widersprechen würde, also dass ein Experiment sozusagen etwas ist, womit man der Realität quasi die Wahrheit, also entreißt, genau, der Wirklichkeit sozusagen, Erkenntnisse entreißt. Und ich würde eher sagen, eben vielleicht ist es ein Experimentalsystem oder ein Experiment eher im Sinne von Rheinberger, ein Schaffen von technischen Bedingungen, um eben das Unvorwegnehmbare zu kreieren. Und da haben wir eben verschiedene Akteure, die zusammenkommen mit technischen Bedingungen, also die geschaffen werden sozusagen von den Designern und den Gestaltern, um vielleicht etwas zu generieren, was unvorwegnehmbar ist, sei es Wissen, sei es sozusagen neue Erkenntnisse über die Relationen von bestimmten
Seinsebenen oder Naturkulturen in der Stadt oder bestimmten vor andere Formen der Partizipation. Vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Okay, dann herzlichen Dank, dass ihr so gut ausgehalten habt.